hier rangehen. Ist es da? Oh, schade. Anruf in Abwesenheit, leider. Sollen wir anzeigen? Marius mit der Western dann. Nee. Ja, doch. Ja, die, aber der will so ein bisschen Szene. Das ist cool, ehrlich? Ja, klar. Boah, geil. Einen schönen guten Tag. Wir sind unverschuldet zu Problemfällen geworden. Die Firma Plattenmeister gibt uns die Möglichkeit zur Resozialisierung. Wenn Sie einen dieser Tonträger abonnieren, würden Sie uns sehr helfen. Es war 12:86 Uhr. Wo? Auf Klo. Ich saß da und las da meine Pravdalein. Ja, nein, ich mein jein, denn irgendwas krabbelte mir in meinen Augen hinein und Niklas lacht. Jetzt hat es ihn erwischt. Meine Wohnung lebt, geklebt, denn ich hab seit Dekaden nicht gefischt. Und alles, was dazu gehört, hätte ich doch auf Mutti gehört. Ach, mein Sohn, wie oft hab ich dir schon gesagt, mach deinen eigenen Kackblech. Heute fängt sie schon zu kotzen an, sieht sie nur mein Backblech. Denn es füllt den Ofen ganz alleine aus, kommt schon von alleine raus. Zu diesem Thema gehen wir leider nie. Denn wenn ich auf den ganzen Schmutz schau, wünsch ich mir eine Putzfrau, die hier bei mir mal richtig auf den Putz haut. Sie bräuch Jahrtausendwende. Und sicherlich bist du Jahrtausendwende. Ich sag dir, Alter, wenn du mal zu mir nach Hause kommst, dann hast du richtig Bock auf dein Nachhauseweg. Ist so. Ich will's ja nicht beschwören, aber ich schätze, du kriegst so die Grenze und bist sofort zu deiner mir mein Gehirn. Alter, und ihre Freunde gehen ab wie Schmitz Kutze. Hör mal auf, die und alle singen das mir. Ja, ja. Schmuck verpestet den Hamburger Luftraum. Lass mal stecken, den Duftbaum, er kann dich nicht retten. Denn schon mein Mundgeruch ist Grund genug für Zahnpasta-Rice. Wir stecken tief im Dreck. Wenn du denkst, dass es stinkt, ja, dann hast du recht. Ich hab ihn im Zimmer, andere haben ihn im Kopf. So wie Karadzic aus Mostar, doch ich mag Müll wie Oskar. Aus der Tonne, wo ist die Sonne? Ich kann sie nicht sehen. Mein Zimmer edel, eher einer Dunkelkammer. Fenster dreckig wie die Beats von unserem Drummer. Doch ich jammer nicht, denn ich bin ja kein Affen. Geistig geleuchtet leb ich im Schatten. Hammer halt kein Palast wie Toranagasama. Bin ja kein Shogun, auch nicht auf Ninja-Tune. Fischmob, ohne Fischmob. Hip-Hop für Arme, Hip-Hop für Beine, Hip-Hop für alle, die wie ich das putzen lassen. Also hoch die Tassen, nur nicht stressen lassen. Brauch keine Schafe, denn bevor ich schlafe, zähl ich Kakerlaken übers Laken hüpfen oder Maden, die grad schlüpfen. Dieses Kribbeln am Bauch. Dieses Kribbeln am Bauch, das du nie mehr vergisst. So als ob sich Ungeziefer durch die Bauchdecke frisst. Die Substanzen in der Wohnung dient der Ganzen. Vom Aussterben bedroht der Schitz und die Müllpflanzen. Einige sind selten, andere gänzlich unbekannt. Das ist vielleicht nicht lecker, aber dafür interessant. Kommst du in meine Küche und du bleibst am Boden kleben, ist das völlig normal, weil da Zellkulturen leben. Würmer und Maden fliegen und schlafen. Demonstrieren ja täglich, dass sie Freude daran haben, dass niemand kommt, um den Müll zu entleeren. Und bedanken sich damit, dass sie sich fröhlich vermehren. Und genauso fröhlich sterben und vergehen, weil sich das so gehört in einem Ökosystem, in dem man kein Essig riecht und kein Staubsaugergebrülle hört. In dem Kanoppen oder Pfleger die Idylle stört. Ja, das sieht nicht gut aus und das riecht nicht nett. Nee, eigentlich eher wie eine Bahnhofstoilette. Du hast die Weltmeere bereist und kennst die Klos des Planeten. Warst in Rio schon mal pinkeln und bist in London ausgetreten. Hattest Durchfall in Bombay und Verstopfung in Athen. Doch sowas wie mein Klo hast du noch nie gesehen. Urinstein mit Kackrückständen, Haare im Abfluss und Schimmel an den Wänden. Und wenn er dich setze, der Schuld in die Klobrille klebt, weil meine Wohnung lebt. Fischmob ist sexy. Oh, wie